Hi zur ersten Folge von Energy Infos, der Energy Drink Sendung. Ich bin Jess Stux und natürlich lautet das allererste Thema Koffein, 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 Koffein. Koffein, Tein, Guaranin, alles das Gleiche. Kennen wir also aus Kaffee und aus Tee, aus Mate, aus Cola, aber auch aus Kakao, aus Guarana und natürlich aus Energy Drinks. Hey, wie funktioniert eigentlich Koffein? Koffein macht uns wacher, konzentrierter und aktiver. Aber was passiert eigentlich im Körper, wenn wir Koffein zu uns nehmen? Die Nervenzellen in unserem Körper tauschen Botenstoffe aus. Dabei entsteht unter anderem Adenosin. Eine der Aufgaben von diesem Adenosin ist es, das Gehirn vor der Überlastung zu schützen. Dafür dockt das Adenosin an speziellen Rezeptoren an den Nervenbahnen an und gibt damit den Nerven das Signal, macht mal halblang. Die Nervenzellen arbeiten dann ein bisschen weniger, damit sie sich halt nicht zu Tode schuften. Jetzt kommt das Koffein ins Spiel. Koffein ist so ähnlich wie Adenosin. Zumindest dockt es an den gleichen Rezeptoren an und belegt sie dann. Allerdings ohne ein Signal an die Zellen zu geben. Jetzt arbeiten und arbeiten und arbeiten die Nervenzellen und dabei entsteht ordentlich Adenosin. Wenn dieses Adenosin nun verhindern will, dass die Nervenzellen zu stark arbeiten, geht es ihm wie Urlaubern, die an den Pool kommen und alle Liegen sind schon von Handtüchern besetzt. Wenn nun diese Liegen, also die Rezeptoren, schon besetzt sind, kommt die Adenosin-Nachricht gar nicht bei den Zellen an. Also arbeiten sie weiter auf Hochtouren. Wir fühlen uns wach. Man könnte also sagen, dass Koffein deswegen wach macht, weil unser Körper einfach nicht mehr die Information bekommt, dass wir längst müde sind. Aber ist das nicht irgendwie gefährlich? Wie gefährlich ist eigentlich Koffein? Wenn man Koffein häufiger nimmt, dann nimmt bei gleicher Menge die Wirkung ab. Man entwickelt also eine Toleranz. Toleranz klingt zwar gut, ist so toll in so einem Fall aber nicht. Nimmt man häufig und dann auch noch viel Koffein zu sich und dann ganz plötzlich nicht mehr, bekommt man haufenweise ziemlich ernstzunehmende Entzugserscheinungen, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen oder aber auch depressive Verstimmungen. Wenn man nun viel zu viel davon zu sich nimmt, hat man eine Koffeinvergiftung. Ja, das kann passieren. Je nach Gewöhnung passiert das etwa ab einem Gramm. Das sind rund 3 Liter Energy Drink. Und natürlich kann man sich auch mit Koffein umbringen. Allerdings müsste man dann circa 5 bis 10 Gramm zu sich nehmen. Würde ich nicht empfehlen. Man kann also sagen, es ist nicht so einfach, sich mit Koffein umzubringen. Aber es ist auch alles andere als gut für den Körper, ständig welches in sich hineinzukippen. Natürlich. Nicht umsonst wird empfohlen, eher nur einen halben Liter pro Tag zu trinken von Energy Drink. Das geht schnell. Das ist eine große Dose oder zwei kleine. Vorsicht. Vergesst auch nicht, dass dies alles auf einen erwachsenen Menschen zutrifft. Bei Kindern und Jugendlichen, wozu die einen oder anderen von euch gehören könnten, könnte die Wirkung und auch die Gefahr deutlich schneller und deutlich stärker auftreten. Ebenfalls nicht vergessen sollte man, dass Koffein nicht die einzige Gefahr im Energy Drink ist. Da kommt noch vieles andere dazu. Und genau deswegen sage ich immer Tschüss und trink nicht zu viel von dem Gift. Falls ihr euch für Energy Drink interessiert, kann ich euch diese zwei Videos hier empfehlen. Natürlich freue ich mich über jede konstruktive Kritik und Meinung in den Kommentaren. Liken und teilen und so.